Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Season 7 mit... Wird jetzt das ganze Let's Play so betont. Nee, ja, das war einfach... Erinnere mich nicht an die Katzen, du Arschloch. Mit 5 ja, denn, ich muss da durch, behinderten du Arschloch. Spasten und... Du Penner! Und Chris, ich sag mal und Chris. wir sind mittlerweile bei Folge 343. Nicht schlagen! Bitte aua! Oh, das heißt, ey. Wir müssten eigentlich schon frohes neues Jahr sagen, oder? Echt? Sind Moment, wir schon so weit? Heute ist Folge 294 online gegangen und wir sind Jay ist gerade bei 343. Ja, ist ja easy. Nee, das dauert noch. Boah, Peter, du bist ja echt ein ganz witzigen, wa? Also, ihr habt vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ihr das auch mal gesehen neuen habt. Auch mal macht zu. Ich habe ja die Tiere umgebaut. Umgestellt. Oh Mann, neuen, fick dich. Sonst boah, die sollen jetzt übereinander. Ich weiß gar nicht. Ich dachte, du hast alle deine Tiere getötet. Nee, ja, es leben noch ein paar. In meiner, ich weiß gar nicht, während der Server down war, haben sich die Pferde da rein verpisst. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum. Wie die das geschafft haben, weil eigentlich waren die da oben festgemacht hier. Keine Ahnung. Wie viele hast du, Jay? Deine Mom und zwei weitere. Oh, nice. Also mich und meine Schwester auch, oder was? Nee, ich hab keinen Wallach. Also dich nicht. So, und da unten habe ich mir noch ein paar... Ende von Johnnys Aufnahme können wir frohe Weihnachten wünschen. Ah. Ein paar lustige, aufgeteilte Sachen, damit ich hier ein paar farbige Sachen hier machen kann. Farbige Schafe. Was? Farbige Schafe? Ja, farbige Schafe. Müssen die auch hinten im Bus sitzen? Ja, die müssen bei mir die Bude kehren. Natürlich nur die pinken und lilanen Schafe, die hier sind. Natürlich. So. Kommt, fickt. So, die müssen sich nämlich noch ein bisschen vermehren und dann kann ich die später alle färben. Das können wir jetzt allerdings nicht machen, weil ich noch zu wenig Schafe habe. So, dann muss ich immer mal so zwischendurch. Ja, genau. Muss ich mal so zwischendurch hin. So. Da ich zurzeit relativ planlos bin, was ich genau machen will, oder beziehungsweise ich habe mehrere Pläne, ich weiß noch nicht genau, was ich als erstes machen will. Trollen wir mal eine Runde Pete und Hardy, das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Nein. Wag es dich. Bin wieder zum Start. Ja, mal was ganz Neues, Jay. Muss ja, das schon sagen. Machen wir das doch als erstes Mal, ja. So. Ja, und also ich habe auch mittlerweile mehrfach in den Kommentaren gelesen, dass die Insel ja mal stürzen soll. Ah. Die steht doch gerade erst. Die soll mal brennen, das ne? Neue Projekt, das ist das neue Projekt halt zu Shisha, muss man so sagen. Ist halt ja schade, dass Peter bei zwei so Projekten beteiligt ist. Ja, finde ich auch schade. Du kannst ja mal eine selbstladende Kanone bauen. Krasser Scheiß. Ja, und dann eine drehende Kanone mega, zu bauen. Die sind halt mega groß. Ja, das wäre echt zack, witzig, aber zack, dafür zack. Müsste ich die da oben wieder aufbauen. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich hier alles... So, Spruce Wood. Was brauche ich denn noch hier für eine Scheiße? Was hat denn der Hardy alles hier zerstört? Dann muss ich mir erstmal den Schaden genau angucken. Jede Menge Papers, Alter. Oh ja. Ich so. Ah, Jay wollte sich doch ein neues Projekt holen, oder nicht? Der kann auch eine TNT-Kanone bauen. Ich wollte mir kein neues Projekt holen. Nicht genau. Lass mal ein neues Projekt machen. Ich war das gleich wie Christian. Gute Idee. Ich glaube, ich baue mir mal eine Kathedrale. Das haben wir noch nicht gemacht. Voll die echt? Nur so Kapellen und so eine Scheiße, weißt du, so kleine Dinger. So. Ich will mal den Spaß machen. Das ist natürlich echt nicht so leicht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das hier alles war. Was wünscht ihr euch eigentlich so zu Weihnachten? Den Weltfrieden. Ich wollte gerade sagen, Weltfrieden. Dann bin ich glücklich. Alter, wie die Bäume aussehen, ist weiß gar nicht. Ich hätte mir gar nichts gewünscht. Die PS5. Ja, oder ein Exklusivtitel, der gut ist für die PS4. Ja, das wäre schon echt gut. Den wünsche ich mir. Wir können ja mal einen Wunschzettel an die Publisher schreiben. Fallout 4 würde da bei mir ganz oben stehen. Oh ja, das stimmt. Ja, ganz oben. Gibt's nicht irgendwie bei den neuen Bram ist einfach, keine Ahnung. Bram hat einfach keinen Geschmack. RPGs. Kein ja, ich Geschmack. Bin aber Kunstbanause, ist okay. Kein Geschmack hat der Bram. Du Kunstbanause. Moment, schießt mich gerade jemand mit Pfeil. Bevor verwirrt, wenn du Dirt hast, sieht ach, ja normalerweise Scheiße, so ein Schneeberg aus. Da kann jetzt aber noch Schnee drauf sein, das sieht voll creepy aus. Das ist nicht witzig. Ist halt auch nicht. Das ist hier eine so? Ernst, Angelegenheit, Peter. Hardy, bist du das?
Nee. Ich bin du lügst nicht. Mich an. Ich bin das nicht. Du lügst. Das ist Sepp, der steht hier neben mir, ohne ja. Scheiß. Ja, deswegen habe ich ja die ganze Zeit nichts gesagt. So, oder? Ja, halt ihn davon so. Ab, ich werde hier sterben, wenn er mich hier trifft. Ja, solange ich das nicht schaffe. Ja. Ihr könnt ja du bist so ein Lombo. Was ihr hofft, was der Weihnachtsmann mal, die lasst Peter in Ruhe. Weihnachten bringt. Das würde mich mal interessieren. Lol, ja, jetzt mache ich hier schon Christians Vater. Scheiße weg, war und du unterstützt mich nicht mal dabei. Alles kaputt. Wie weg, ich denke, ihr wollt doch, ich halte Sepp jetzt auf. Ich hab ihn geschlagen. Oh, da ist es wieder, Nee, wir machen das nicht. Standard. Telefon, ah, wie Telefon immer. Ja, Start. Das ist ja hier, ne? Das ist ja der Running Gag mittlerweile. Ich glaube, das macht doch irgendein Wichser von euch mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das macht irgendeiner das von euch. Dann, ja, das klingelt so den ganzen Tag gar nicht, in der Season so 10 Mal. Ja, das kann nicht sein. Das ist heute noch keinmal hat das geklingelt. Ich habe die ganze Zeit heute mit Peter, den ganzen Nachmittag mit Peter im TS verbracht. Nimm doch haben wir uns mal schmierige ab, Geschichten ohne erzählt. Ohne deinen Namen zu sagen, dann schreist er voran, ruf mich nicht mehr. Ja, die waren ganz schön geil. Ja. Genau. Oh. Ja, wenn das immer der gleiche ist, kannst du davon ausgehen, dass er nicht mehr anruft. Das ist ein Argument. Alter, was baue ich denn hier? Das kann nicht richtig sein. Boah, wie viel Erde hast du denn hier hingebaut, Christian? Vor allen Dingen, ich sehe da immer nur diese Erdstückchen da so wegspringen irgendwie. Aber ich sehe nichts von dem. Das du musst, wenn ätzend. Du das abbaust, musst du aufpassen. Ich wollte gerade sagen, weil Hardy steht immer mit einem geladenen Bogen da oben. Nein, Hardy ist nicht so ein Arsch. Ich sehe. Alter, der schießt die ganze Zeit. Hast du dich unsichtbar gemacht? Nein. So? Wobei das ja schon clever wäre. Ich glaube, so sieht das aus. Alter, wie viele. Oder was? Wie viel er kaputt doch gemacht hat. Das ist ätzend. Weiß auch nicht, was Hardy will, ey. Oh. Hardy will einen Snickers. Das wäre voll geil. Snickers? Snickers, ja. Boah, Peter, der eine Hardy blockt da aus. Da kommst du aber so? Nicht richtig dran, ne? Ich glaube, so sieht das aus. Oh mein aus. Gott. Oh mein Gott. So, was haben wir hier unten? Hier unten ist auch noch ein Loch. Miau! Oh mein Gott, hier sind so viel. Ja. Hardy, was hältst du davon, wenn wir uns zusammen verkleiden zu Karneval? Wir machen ja einen geilen Cosplay-Scheiß. Ich glaube, ich sollte mal. Verkleid du dich als Hardy und Hardy als Bram. Denn. Nee, Bram verkleidet sich. Ich verkleide mich als Link und Bram wird die Fee. Alles klar. Oh oh! Super-GAU! Super-GAU! Oh oh. Was? Das sind nein! Spielen? Oh, das nicht, aber die sind durch den Spawner durchgebrochen. Was denn? Das ist schlecht. Oder? Ah, da ist der Creeper explodiert und hat die eine. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Lol. Oh, alles wieder gut. Wo kommt das denn her? Leck. Oder so? Oh, wie dunkel das hier wird. Also momentan. So, der Scheiß ist. Oh, nee, da fehlt noch was. Oh, Bayern führt 1-0. Das hat ja lange gedauert. Oh, welch Wunder. Nein! Ja. Und Hardy, ist dein Höschen schon feucht? Ach. Ja, man, noch nicht. Da fehlt noch ein bisschen was zu. Warum sollte Hardys Höschen feucht sein? Ja, weil Bayern 1-0 führt und mega spannend. Was machst du da, Peter? Wieso brauchst du die Erde wieder auf? Gar nicht mehr. Das ist dem, glaube ich, Latten. Ja, Hardy ist halt, wenn das nicht so wäre, dann würde er sich aufregen. Jetzt haben die Leute wieder einen Zeitpunkt, wo sie nachgucken können oder nachvollziehen können, wann wir aufgenommen haben. Ja. Das ist aber auch immer am Fußball, das ist das Lustige. Ja, natürlich. Wenn das mal schön parallel anläuft. Boah, diese Wichsgehirne. Aua! Alter, wie viele das sind. Boah, das war aber auch gestern ein Spiel, ey, gegen Neapel. Alter, das war echt nicht gut für meine Nerven. Was macht die scheiß Katze denn jetzt schon hier? Ja, war ja klar, dass das nicht easy wird. Nee, das war schon richtig so, aber ja, vom Prinzip her war es easy. Hätten die mal eine vernünftige Chancenverwertung. Ja, aber hast du halt bei Dortmund jemals gesehen, dass die eine vernünftige Chancenverwertung hatten? Ja, gegen Arsenal. Ja, gut. Ich meine, das meinte, glaube ich, nicht spielweise, sondern mal über letztes Jahr genauso. Aber das ist schon ein bisschen länger her, dass jeder Schuss ein Treffer war. Ja, genau, die Spiele gehen ja immer mal 10-0 aus. Da, so wie bei FIFA. Die Bayern haben auch nicht viel Chancen. Aber die machen die. Ja, das ist der Unterschied. Ja gereicht. Und das ist der Unterschied zwischen einer Spitzenmannschaft und einer Weltklasse-Mannschaft. Ja. Ah, oh, Peter.
So ein Spacko, der geht mir voll auf die Eier. Hadi hat schon vorher angekündigt, er weiß nicht, was er jetzt machen soll, dieses Aufnahmesession. Ja, und anstatt sich mal mit irgendjemand anders zu beschäftigen, träumt er gerade sein.